Porsche. Ja, hallo, da sind wir wieder. Joki und Hetti aus dem Auto, Chaos, aus dem Chaos-Auto. Heute wollen wir euch mal Kalima vorstellen. Dafür zeigen wir euch gleich einen Blick aus der Fensterscheibe. Joko kann gleich mal hier, also genau, mal hier so ruhig ausnahmsweise die Scheibe mit, weil die, so sieht das dann aus. Ne? Alles ist neblig und dreckig und staubig und braun. Und jetzt kannst du die Ziegis einmal filmen. Ja. Moment, wo sind sie? Am Start und wir sind jetzt total gespannt. Wir hoffen unbedingt auf den Regen, weil erstens mal ist dann das Zeugs vom Himmel. Also hoffentlich kommt es so, dass das dann auch wirklich vom Himmel runterkommt. Dass man sagt, dass es gut ist für die Erde. Fruchtbares Land bringt und es soll tatsächlich regnen, das finden wir natürlich richtig, richtig gut. Jetzt aktuell mit dem warmen Wüstenwind und dem Staub ist es wirklich ordentlich auf der Lunge, man merkt das schon sehr. Deswegen versuchen wir tatsächlich, wir haben schon die Scheiben alles offen, aber so ein ganz kleines bisschen versuchen wir, es nicht ganz so heftig einzuatmen. Ne? Was gibt's Neues, Jog? Wir haben Ferien ab morgen. Wir haben viel auf dem Land gemacht mit unserer Superhilfe. Mit Marvin, Julia, Joe, Eva. Antonio kam gestern vorbei und hat die Wasserdeposits gebracht, die wir brauchen für unseren Tantchenplatz. Da wollen wir ja unseren Wohnwagen hinstellen. Ja, und es gibt auch viele Neuigkeiten, aber die können wir noch nicht rumposaunen, weil die sind noch inoffiziell. Und wir machen ja immer ganz gerne dann auch wirklich Aussagen, wenn sie dann auch zutreffen, damit ihr dann nicht ewig warten müsst auf unser... Also wir erzählen das natürlich unseren Freunden schon, aber dann dauert das manchmal echt ewig, bis es dann wirklich passiert. Und es ändert sich auch viel immer mal wieder zwischendurch. Ja, heute war der letzte Tag vom Kurs, vom Aromakurs. Und ich weiß, dass die Mädels teilweise auch hier die Sonntage gucken. Deswegen echt liebe Grüße. Es war wieder so wunderschön. Es war ein ganz toller Kurs. Ganz, ganz tolle Frauen, die so viel gute Ideen und eigene Talente mitgebracht haben. Und es hat mir einfach wieder eine riesen, riesen Freude gemacht. Der nächste Kurs startet im Herbst. Und vorher wird es aber einen Entgiftungskurs geben für Mensch und Tier, auch über die Naturheilschule Presta. Und da werde ich jetzt nächste Woche der lieben Kathi die Ausschreibung schicken. Ja, was gibt's noch Neues? Ach, mit meiner Algenprinzessin habe ich am Freitag ein Interview gehabt, sie mit mir. Und ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, aber wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, guck mal bei Dr. Heidi Wiechmann auf dem YouTube-Kanal. Da müsste man mich jetzt relativ weit oben sehen. Es ist gestern hochgeladen worden. Auch das war sehr schön. Ja, und wir haben einfach ganz, ganz viel Leben bei uns auf dem Land. Gestern kam noch Uwe vorbei und der hat mir meine Fuge wieder dicht gemacht. Ich habe echt einen riesen Riss bei uns bei der Außendusche. Und immer wenn wir draußen duschen, was wir ja hauptsächlich machen, dann läuft das Wasser leider in den Riss und nicht in unsere Bewässerung, wo das Wasser hin sollte. Weil wir versuchen ja immer schön alles im Kreislauf
zu haben. Und da hat Uwe gestern noch die Fuge schnell abgedichtet, obwohl er morgen schon nach Marokko fliegt. Da bin ich auch echt mega, mega dankbar für. Ganz schnell. Und der sagte noch, der hat meine erste Waldlinie begutachtet und sagte noch, boah, hier ist es aber am Schwirren und am Sumsen und die Kräuter und wir haben Rucola zusammen schnabuliert. Das war auch richtig cool. Ja. Achso, und dann habe ich natürlich ganz, ganz lieb, Jucki, ich glaube, du passt nicht auf. Jucki guckt sich Fußballkarten an übrigens derweil. Das zum Thema ernsthafter Kameramann. Wir haben Besuch aus Medebach, aus der Heimat, aus dem Sauerland, aus dem Wald, direkt in den andalusischen zukünftigen Wald. Mein Cousin Calubertus ist da. Wie der Name schon unschwer zu erkennen lässt, ist er der Sohn von meiner liebsten Tante Huberta. Und ja. Es ist irgendwie echt immer schön, wenn Familie vorbeikommt und man dann, also man merkt das ja schon, ne? Dass das einfach Familie ist. Und da sind wir gerade auch echt total dankbar für. So, Joko, jetzt musst du mal kurz Pause machen. Ich muss nämlich den Mülleimer wegbringen. Ich muss einmal noch mal kurz aufstehen. Da hinten will jemand raus. Ja, man kann ja auch nicht immer so kalimafarbene Hunde haben, nicht wahr? Ja. Ja, ich bin das. Du hast mich aber eben schon begrüßt. So. Genau. Kannst dich wieder setzen. Ja, ihr Lieben, das ist Kalima. Und das ist echt... Guck mal, du kannst mal einmal zeigen, wie das letztes Jahr aussah. Quatsch, das war vor 2 Jahren da oben. Sieht man das, die Wand? Ich glaube, du filmst eher das Holz, oder? Ja, genau. Und dann die neue Wand. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, wenn es jetzt regnet, ne? Dann haben wir das ruckzuck hier alles schön wieder braun gesprenkelt. Und man sieht sogar am Kater, der ist auch total braun. Hier überall, der sieht total dreckig aus. Leo, das ist ganz doof, ne? Du bist ja eigentlich hier so ein ganz schöner Weiß-Schwarzer, ne? Und die Nase ist auch total dreckig, aber die ist immer dreckig. Feli. Ja, so, was wollte ich eigentlich erzählen? Ach so, genau. Ich wollte euch noch erzählen von dem Buch von Christoph. Christoph hat ja in seiner, ich sag mal, in einer tiefen Meditation ein Buch geschrieben. Und dieses Buch bekommt ihr, das ist sehr, sehr cool, wenn ihr mal ein bisschen wissen wollt. Neue Welt in Ordnung. Seht ihr, das ist keine gute Grafik. Nee, sag mal. So. Könnt ihr das sehen? Kannst du es sehen? Ja? Ja. Gut. Genau, weil das ist echt ein, ich finde, das ist was, das sollte man einfach gelesen haben. Joki und ich haben das nämlich jetzt immer abends gelesen. Hier ist so ein, wie heißt der nochmal? So ein Superhero drin. Und ich lese das Joko abends vor, er schläft dann meistens. Aber ist nicht schlimm, weil es ist wirklich schön flüssig geschrieben, man kann es toll lesen und man kriegt wirklich mal so einen Einblick über alles Mögliche, was so abgeht. Christoph schreibt daraus, aus einem Traum heraus. Echt cool gemacht, ich bin beeindruckt. Und hier sind sogar die Hundis und die Henriette ganz am Ende. Ja, warum? Das könnt ihr dann lesen. Also, ne, holt euch das, echt super cool und holt es euch am besten auch direkt bei neueweltinordnung.info, weil dann ist das natürlich immer das Beste für den Autor. Ich weiß ja selber, wie das ist mit unserem Buch. Das ist immer am coolsten, wenn man es direkt bei dem Verlag dann auch kauft, wo man es geschrieben hat, weil wir bei den ganzen großen Anbietern natürlich immer sehr, sehr viel auch abtreten müssen. Genau, ja. Was gibt es noch zu erzählen? Also wir hatten viel los, das habe ich schon gesagt. Und wir sind dabei, ganz viele neue Dinge auch zu planen. Jetzt gucke ich gerade da oben, was sind das denn eigentlich für komische braune Stellen? Ja, man sieht auch, nee, da muss jetzt nicht drauf leuchten.
Ich glaube, ich muss mir das gleich mal angucken. Weil es sind natürlich immer wieder neue Baustellen, die sich eröffnen. Ich glaube, dass wir die gerade haben. Ah, da hinten sind Spargelsammler. Kannst du mal auf die Spargeletten? Jawoll. Was wir sammeln, musst du erklären. Das hört man glaube ich nicht. Die sammeln Spargel. Wilden, grünen Spargel. Ja. Weil hier gibt es ganz, ganz viel wilden Spargel. Und der ist super lecker. Und der wird hier ganz toll mit in den Restaurants angeboten. Fritzi, super. Ist okay. Ist okay. Fritz, ist okay. Ist okay. Gut, der Fritz lässt mich jetzt nicht mehr aussprechen. Das hat keinen Sinn. Ich denke, es ist okay und wir haben viel erzählt. Fritzi, prima. Komm mal her. Super. Spargel gibt es hier ganz toll als Gerichte im Restaurant. Der wird jetzt gleich wieder anfangen zu bellen. Und das soll er auch, weil du sollst ja auch aufpassen. Du machst das nämlich gut. Also sage ich tschüss. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag, eine ganz tolle Osterwoche. Ich hoffe, der Osterhase kommt auch bei euch vorbei. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschüss! Osterhase, Osterhase! Abonnieren und liken!